gefördert durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg. Der Schwielersee hat deutlich mehr zu bieten als nur die malerische Landschaft. Rund um den See finden sich kulturelle Anlaufpunkte, die sich alle mit einer Buslinie erreichen lassen. Ein paar Highlights zeigt dieser Film. Die erste Station ist das Schloss Caput. Das frühbarocke Schloss, in der einzig erhaltene Schlossbau aus der Zeit des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg in der Potsdamer Kulturlandschaft. Es besticht nicht nur durch die vielen Gemälde, sondern besonders durch die gut erhaltene und aufwendig rekonstruierten Innenräume des Schlosses mit ihren imposanten Decken. Nach so viel Geschichte bietet die gepflegte Gartenanlage direkt am Wasser die Möglichkeit zu spazieren und zu entspannen. Weiter geht es entlang des Sees nach Ferch. Im Januar 2002 gründete sich der Förderverein Havelländische Malerkolonie e.V. mit dem Ziel, im letzten erhaltenen Kossetenhaus, erbaut im 18. Jahrhundert, ein Museum einzurichten. Der regionale Bezug in den Ausstellungen ist unübersehbar und ist mit viel Liebe zum Detail und spürbarer Begeisterung in dem kleinen Museum umgesetzt worden. Weiter führt die Tour und stoppt kurz im kleinen Ort Pezzo. Die Kirche in Pezzo wurde um 1840 erbaut und ca. 140 Jahre später entwidmet. Heute bietet der Kirchenbau zusammen mit der beeindruckenden Orgel einen interessanten Mix zwischen gestern und heute. Direkt am Glindower See gelegen, finden Natur- und Sanddornbegeisterte hier einen 3 Hektar großen Garten mit Sanddorn, Kräutern und Wildfrüchten. Außerdem gibt es ein Café mit Imbiss, einen Hofladen sowie eine Seeblickterrasse, die zum Entdecken einlädt. Im Hofladen mit vielen regionalen Erzeugnissen und Spezialitätenmarkt kann man mit fachkundiger Beratung eine Vielzahl von Produkten entdecken, die es so nicht überall gibt. Zum Schluss gibt es noch einmal einen Abstecher in die Vergangenheit. In Geltow kann man erleben, wie Stoffe entstehen in einer Weise und Qualität, wie sie in heutigen Zeiten kaum noch zu finden sind. In der Werkstatt mit 16 originalen Webstühlen, die zum Teil 200 bis 300 Jahre alt sind, kann man auf Schautafeln, an Modellen und im Buch des Hauses je nach persönlichem Interesse mehr über die nicht alltäglichen Arbeiten des Weberhandwerkes erfahren. Gestaltet als aktives Museum kann dabei den Fachleuten bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut werden. Ausklingen kann man die Tour bei hausgemachtem Kuchen in dem kleinen Café an der Weberei.